Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV im regionalen Infokanal auf YouTube. Erste Vorabmeldung am heutigen 25. Juli 2022. Hat sich hier ein Brand ereignet. Ja, das Feuer ist unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Wir haben aktuell 17 Uhr. Geschätzt laut Polizei sind hier 700.000 Euro Sachschaden entstanden. Und das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen vor Ort hier im Carport des Gebäudes aus und hat sich dann in 0, nix ganz rasch in rasender Geschwindigkeit auf das Haus ausgebreitet. Und das Haus ist komplett niedergebrannt. Die Bewohner des Anwesens konnten sich noch rechtzeitig retten und sind auch untergebracht in einer Ferienwohnung, wie ich hier vor Ort erfahren konnte. Der Bürgermeister von Schliengen ist hier auch direkt vor Ort gewesen. Laut Polizei sind hier an der Spitze 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 13 Fahrzeugen hier vor Ort. Es gibt noch einen größeren Bericht, auch was die Technik anging. Das Wasser wurde mittels zwei großen Tanklöschfahrzeugen hergebracht, die sich dahinter befinden. Und von dort aus wurde dann mit so einem Fahrzeug fast 5000 Liter Löschwasser, wurde dann ein Pool aufgefüllt. Von dort aus wurde das Wasser dann entnommen. Ja, aktuell wird hier ein großer Rückbau noch vorgenommen. Und die Motorsäge kam natürlich hier auch in den Einsatz, um eventuelle Glutnester, die sich da hinter dieser Außenwand befinde, noch zu entdecken und abzulöschen. Soweit die erste Informationen hier. In der Videobeschreibung ist auch noch ein kurzer Text zum Nachlesen. Eventuelle Updates findet man im Nachgang natürlich auch in der Videobeschreibung und im Kommentar. Und es folgt natürlich noch eine Reportage, ein Einsatzvideo hier im Nachgang. Genau. Ja, gegen 14.15 Uhr ist die erste Pressemitteilung veröffentlicht worden. Da war ich noch bei Tegernau beim Nassholzlager, wo ich noch einen Beitrag abgedreht habe. Der kommt dann auch noch. Und neben der Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei ist auch das THW im Einsatz. Fachberater hier vor Ort. Und es ist sehr heiß. Es ist leider eine Einsatzkraft von der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund von der Hitze zusammengebrochen, laut der Polizei, und brauchte da ärztliche Versorgung. Einfach nochmal nachlesen, alles Weitere. Ich wünsche alles Gute. Bis dann. Und sollte irgendwie von seitens der Gemeinde noch irgendwie ein Spendeaufruf gestartet werden, findet ihr die Kontoverbindung dann in der Videobeschreibung. Alles Gute, bis dann und tschüss. Brandursache ist unbekannt aktuell.